Hi, willkommen zum Baumentor-Kanal. Heute haben wir das Thema Selbstrigging und zwar mit Automaten. Und ich habe schon ewig überlegt und hin und her getüftelt, wie kann ich mir einen Automaten bauen. Ich habe dann überlegt, ja, man könnte halt mit einer Fliehkraftkupplung irgendwie was machen oder so. Ja, aber das ist alles umständlich, außerdem bin ich kein Ingenieur und das würde wahrscheinlich noch Jahre dauern, bis ich das dann alles umgesetzt habe. Die Idee ist da, aber wie setzt man es in die Tat um? Und dann letztens ist es mir eingefallen, dass wir natürlich alles haben, um uns einen Rigging-Automaten zu bauen, der so simpel ist und so zuverlässig, dass wir damit auf jeden Fall arbeiten können. Und nun ist natürlich für einige die Frage, ja, Rigging, selbst Rigging, wozu brauche ich den Quatsch? Ne? Es gibt in Amerika Leute, die zeigen ganze Videos, wie sie Eichen abnehmen und alleine das machen. Ne? Und bei uns ist es nicht so gestattet, weil wegen der BG und so, man braucht immer einen, der unten halt hilft und so. Ne? Aber es gibt ja Situationen, da bin ich halt auf dem Obstbaum zum Beispiel. Ja? Und dann sagt der Besitzer, ja, schneid mir mal noch den Ast ab da. Und der Ast ist aber ein bisschen komplizierter, den musst du halt kontrolliert runterlassen. Hast aber auch nur, ja, letztendlich müssen wir uns nicht drüber unterhalten, es gibt immer irgendwelche Möglichkeiten. Ne? Aber eventuell gibt es auch diese Möglichkeit, dass ihr euch einen Rigging-Automaten baut, der quasi euch unterstützt, wenn es darum geht, zum Beispiel nur einen einzelnen Ast zum Beispiel runterzuholen. Die Geschichte dahinter ist eigentlich folgende. Ich habe hier ein Spanngurt rumgesetzt, um den Baum, und habe quasi diese Monkey-Bieber-Schlingen, die ich hier habe, aber das könnt ihr auch mit jeder anderen Schlinge machen. Das heißt, ihr habt einen Karabiner und eine Schlinge. Und in dem Fall habe ich drei. Die habe ich hier versetzt angebracht. Das heißt, das Seil macht jetzt folgenden Verlauf. Es läuft durch den Karabiner, durch den unteren Karabiner durch. Ihr seht das hier. Geht geknickt einmal hier rüber und kommt dann hier wieder raus. Das heißt, es macht, anstatt jetzt hier durchzulaufen, macht es hier einen scharfen Knick. Und natürlich könnt ihr euch denken, dass mit diesem scharfen Knick natürlich die ganze Geschichte auch entsprechend verstärkt oder entschärft werden kann. Ne? Das heißt, je nachdem, wie ich die Schlingen auf diesen Spanngurt platziere, werden sie natürlich dann entweder leichtergängig, das bei leichteren Gewichten, weil es nützt mir nichts, wenn ich einen Ast da oben habe, der blockiert total. Der soll natürlich runterrutschen, aber er soll gebremst runterrutschen. Ne? Und damit ich euch mal zeigen kann, wie das funktioniert, habe ich hier mal was vorbereitet. Wie gesagt, der Aufbau, ganz simpel. Ich habe mir hier von Teufelsberger meinen Seilsack genommen und der ist ja sehr robust. Wissen ja viele, gab es ja schon ein paar Tests mit. Und den habe ich einfach mal in dieses Seil reingehangen und habe hier, ihr seht schon, wir haben hier bestimmt 20, 30 Kilo. Ja, sag mal, 20 Kilo sind hier drin, ne? Sind Steine drin. Ich zeig's euch mal kurz hier. Einen hole ich mal raus. Spaßeshalber. Ja, davon habe ich jetzt drei Stück drin, sodass hier auch ordentlich Gewicht drin ist. Dass ihr seht, es geht auch mit richtig schweren Ästen. Ja, jetzt muss ich die Geschichte ein bisschen hochziehen. Ich werde damit ein bisschen Arbeitsschutz hier vorhanden ist, mir einen Helm aufsetzen. Weil man weiß nie, wenn sich das löst, kann es natürlich passieren, dass mir der ganze Sack hier auf einmal runterkommt. Ich habe erstmal eine kleine Stufe vorbereitet. Und dann zeige ich euch noch mal ein paar Varianten davon. Und so, das heißt, ich ziehe die jetzt erstmal hoch, habe da oben natürlich erstmal meine Rolle eingebaut. So, jetzt hängt er hier. Ihr seht schon, so einfach kann ich den gar nicht hier durchziehen, weil er jetzt schon blockiert. Na? So, jetzt haben wir ihn hier auf Spannung. So, jetzt müsst ihr euch vorstellen, das Seil liegt jetzt, das Seil liegt jetzt hier locker drin und hier kommt gleich mein Sack runter, könnt ihr sehen. Und ich lasse den mal runter, wie gesagt, das sind 20 Kilo und die würden natürlich, wenn man jetzt gar nichts macht, richtig schnell abgehen. Und wenn ich diese Konstruktion habe, dann sieht es ungefähr so aus. Habt ihr das gesehen? Es ist ein kontrolliertes Herabgehen. Ich will ihn ja nicht ins Unendliche bremsen und in Zeitlupe runterholen, aber ich will, dass diese Kräfte reduziert werden. Ja, und die sind so reduziert, dass mein Sack komplett auch den Aufschlag und alles locker übersteht. Wie gesagt, sind drei große Steine drin, die dann natürlich hier zur Seite wollen und das Material entsprechend belasten. Aber ich habe damit kein Problem, weil ich weiß, das System bremst. Das sind natürlich Sachen, wenn ich den Ast habe und er hat freien Fall, wird er natürlich runtergehen. Wenn er natürlich sich zwischen anderen Ästen durchwursteln muss, muss ich mit rechnen, dass er hängen bleibt. Aber lieber lasse ich ihn hängen, als dass er unkontrolliert irgendwo unten aufschlägt. Wenn ich jetzt diese Reibung verstärken würde, indem ich zum Beispiel den Karabiner hier weiter rüberführen würde oder den unteren oder beide, dann kann ich es bis zur totalen Blockierung bringen und ihn dann entsprechend
lösen. Wir haben hier einen gewissen Unsicherheitsfaktor mit drin, weil ich natürlich jetzt hier keine Skala habe. Aber wenn ich 2-3 Äste, zum Beispiel, falls ich das jetzt nehme, um mit einem Partner zu ricken und der im Grunde genommen die Bodenmannfähigkeit noch nicht hat, entsprechend zu dosieren, dann werde ich nach den ersten 2 Ästen dann sehen, ist so viel, ist so wenig. Ich mache ein bisschen weniger, mache ein bisschen mehr. Man kann es dosieren, ne? Indem ich halt wirklich die Schlingen entsprechend auf den Spanngurt platziere. Ich ziehe mal nochmal hoch und jetzt zeige ich nochmal dasselbe mit Einhängen. Das muss man nicht haben. So, wir haben den ersten. Setzen wir rein. Zack. Wir haben den zweiten. Den setzen wir rein. Zack. Gehen zu unserem dritten. Ja, letztendlich macht das auch ein bisschen was aus, wenn das Seil frei liegt oder es kommt aus dem Sack und geht zum Beispiel von da hinten rüber. Dann habt ihr natürlich auch nochmal eine Verstärkung der Kräfte. So, ja, selbe Situation. Ein bisschen mehr blockiert und Action. Seht ihr das? Wie gesagt, das Spiel ist ganz einfach. Ihr könnt es, wenn ihr noch mehr Gewicht reinmachen wollt, macht ihr noch unten einen zweiten Ring rein, also einen zweiten Spanngurt und platziert da auch nochmal, sodass das Seil quasi im Zickzack geht. Irgendwann blockiert es total, egal welches Gewicht das ist, das ist ganz klar. Ne? Aber ihr habt ein gewisses Spiel. Und wie gesagt, man kann ja auch folgende Situation haben. Das heißt, ihr habt irgendwo eine Rigging-Situation und ihr müsst einen Teil zusätzlich bremsen. Habt aber nur euren einen Poller mit. Ne? Keine Winch, wo ihr dann zwei Sachen einhängen könnt oder was auch immer. Dann ist das eine Möglichkeit, dieses Ding so ein bisschen abzubremsen, dass es langsamer runterkommt. Ja, ihr habt da, wie gesagt, mir fehlt da fast schon die Fantasie, welche genialen Möglichkeiten es gibt, ohne sich im illegalen Bereich zu bewegen der Berufsgenossenschaft. Ja? Also letztendlich ist für mich eins klar. Wenn ich solche Sachen kann, Selbsttricking und das alles beherrsche, das kommt mir immer zugute, wenn ich mit Partnern arbeite, weil ich die Situation viel besser überblicke und viel besser dann auf die ganze Geschichte eingehen kann. Ne? Ganz klar. Ich werde den auch nochmal von ganz oben jetzt einfach mal bis hoch zur Rolle ziehen. Und dann zeige ich euch die ganzen Geschichten nochmal so ein bisschen im Detail. Könnt ihr nochmal gucken, wie sich das so anfühlt. So, okay, wir haben hier ganz oben. Wie gesagt, wir gehen den ersten rein. Das war der hier. Blockieren ihn. Indem ich fast 90 Grad weggehe, ist der blockiert. Jetzt habe ich ihn hier, gehe wieder 90 Grad weg, ist immer noch blockiert. Wie gesagt, ich mache es jetzt unter Gewicht. Kannst nicht oft genug betonen. In Real ist da gar kein Gewicht. Da lege ich das Seil ein, habe natürlich das Problem, dass ich dann auch natürlich erstmal, wenn ich irgendeinen Fehler gemacht habe, dann merke ich ihn nicht. Hier merke ich es natürlich sofort, wenn er unter Spannung ist. Ja? Also das heißt, man muss dann genau überprüfen, habe ich auch die Reibung, die ich haben möchte. Ja? Dann achtet darauf, dass nichts auf dem Sack steht, auf den Seilsack steht, auf den Seilen liegt, weil alles, was jetzt hochgezogen wird, gibt natürlich ein Durcheinander, muss man alles nicht haben. Also, 1, 2, 3. So, was zu beweisen war. Jetzt hat er sich wieder auf den Ast da raufgelegt. Ich denke, mit dem Ergebnis kann man ganz zufrieden sein. Funktioniert. Man kann es auch mit 2 Karabiner machen. Gerade aber je höher das Gewicht wird, ab 3, vielleicht sogar ab 4. Man muss es dann ausprobieren, was für Material hat. Ich kenne euer Material. Das hängt von den Seilen ab. Das hängt davon ab, sind die Seile nass, sind sie trocken. Was auch immer. Das sind alles Komponenten, die damit reinspielen. Das heißt, es ist hier schon wirklich für Leute, die über entsprechende Erfahrung verfügen und auch wissen, was bewirkt. Ja? Und ich würde einfach zum Beispiel, wenn ich jetzt das Gerät aufbaue, den Test, dann gucke ich, was habe ich denn für Äste, was werde ich denn für Äste jetzt gleich unterholen. Und dann packe ich mir ein Gewicht rein und hänge einen Sack ran und lasse den mal kurz kommen und sehe, alles klar, läuft so und so. Dann achte ich darauf, dass ich beim Einbau das System nicht verschiebe. Das heißt, es können sich ja, wie gesagt, die Karabiner mit den Schlaufen sozusagen auf den Zurgurt sozusagen verschieben.
Das nutze ich ja natürlich geschickt, um mir das entsprechend einzustellen, aber es nützt, ist natürlich blöde, wenn sie mir entgegenkommen und ich denke, ich habe da halt mehr Reibung und auf einmal ist doch weniger Reibung. Das ist halt doof, ne? Ja, jetzt zeige ich euch noch mal ein paar Sequenzen. Ich ziehe den Sack noch ein paar Mal hoch, zeige das noch mal, wie sich das hier alles verhält, dass ihr das noch mal sehen könnt und dann ist, ja, dann sehen wir uns gleich noch mal. Also Selbsttricking. Ja, der eine kann es gebrauchen, der andere nicht. Mir fallen spontan mehrere Situationen ein in der Vergangenheit, wo ich das hätte super gut anwenden können. Jo, wir werden sicherlich die nächsten paar Monate auch mal Situationen zeigen, in denen wir das da anwenden. Wie gesagt, es geht immer darum, wenn nichts in der Nähe ist und der muss am Stamm runter, weil solche Bremse sorgt dafür, dass der Ast oder so nicht wegspringt, sondern am Stamm runterkommt. Und da kann man auch eine höhere Geschwindigkeit haben. Das ist dann relativ egal. Wichtig ist nur, er muss am Stamm bleiben. Und das ist halt mit dieser Konstruktion gewährleistet. Ihr müsst aber genau verstehen, wo und wie sie funktioniert. Und dass ihr, wie gesagt, auch darauf achtet, dass sich eure Einstellung während des Einbauens nicht verschiebt. Weil dann geht es nachher anders aus, als ihr euch das gedacht habt. Ne? Also in dem Sinne, bis zum nächsten Video.